Wir schreiben das Jahr 2016. Ich jogge durch den Wald. Im Sauerland. Ich höre einen Podcast, der mein Leben verändern soll. Ich habe den Wunsch, von überall aus zu arbeiten. Das Ganze klingt für mich wie ein großer Traum. Und zwei junge Männer haben dazu beigetragen, dass sich mein Leben ab diesem Zeitpunkt verändert hat. Zum einen war das dieser junge Mann. Wisst ihr, wer das ist? Einfach mal reinrufen. Matthew Mockridge, genau. Matthew Mockridge, das ist ein Bestsellerautor, internationaler Speaker und ein Unternehmer, der schon sehr viele Startups hochgezogen hat. Und dann gab es noch einen zweiten jungen Mann. Mal schauen, ob ihr den auch kennt. Da wird es jetzt etwas schwieriger. Wisst ihr, wer der junge Herr ist? Wer kennt ihn nicht? Mal Handzeichen. Ja, ich sehe ein paar Hände da oben. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich kannte nämlich Mario Wolosch. Bis 2016 habe ich auch nie was von Mario gehört. Und Mario war da zu Gast im Podcast bei Matthew Mockridge, als ich da durch den Wald gelaufen bin und den Podcast gehört habe. Und ich erinnere mich noch ganz genau, das war genau zu dem Zeitpunkt, als ich bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt hatte. Ich war als IT-Administrator im größten Unternehmen tätig, saß da ganz normal im Zwei-Mann-Büro, die Tür stand immer offen, ständig konnten Leute reinkommen, als ITler ist man ja sehr gefragt. Also so ein fokussiertes Arbeiten war da gar nicht wirklich möglich. Und das Arbeitsklima war da auch nicht so wirklich gut. Also ich durfte jetzt auch kein T-Shirt da tragen, keine Turnschuhe tragen und ich trage gerne T-Shirts und Turnschuhe, war für mich jetzt auch nicht so toll. Und irgendwann wollte ich auch mal Urlaub haben. Bin ich dann also zu meinem Chef hingegangen, habe dann gesagt, das sah dann ungefähr so aus, hey Chef, ich hätte gerne 2 Wochen Urlaub. Mein Chef dann nur, und jetzt passt auf, Herr Althoff, Sie haben doch schon jede Woche 2 Tage Urlaub, samstags und sonntags. 2 Wochen am Stück, das gibt's bei uns nicht. Ich war sehr begeistert, wie ihr euch vorstellen könnt, und das war für mich dann so das i-Tüpfelchen nochmal. Und dann habe ich gekündigt und habe dann, wie gesagt, diesen Podcast gehört, als ich da durchs Sauerland gejoggt bin. Und da hat Mario dann von Clicktip erzählt. Hat er erzählt, man kann von überall aus arbeiten und hat von den Unternehmenswerten berichtet. Die möchte ich euch jetzt auch gerne mal zeigen. Unsere Unternehmenswerte, unsere Core Values. Wir fliegen im Schwarm. Wir leben Freiheit. Wir streben nach Exzellenz. Wir begeistern unsere Kunden und unsere Kollegen. Wir entwickeln uns stetig weiter. Und besonders der zweite Punkt, wir leben Freiheit, ist auch ein so ein Wert, wonach ich immer lebe. Immer wenn bei mir irgendwelche Entscheidungen anstehen, und das empfehle ich euch auch mal zu machen, überlegt mal, was sind eure Werte und hinterfragt dann einfach, passt diese Entscheidung zu euren Werten? Und dieser Punkt, wir leben Freiheit, das ist halt auch genau ein Wert, nach dem ich lebe. Und bei Clicktip kann ich diesen Wert einfach ausleben. Ich kann von überall aus arbeiten. Das war jetzt hier zum Beispiel im Winter in Südafrika, da habe ich ein paar Wochen von dort aus gearbeitet. Und es ist halt einfach möglich, von überall aus zu arbeiten. Dann ist es mir auch noch wichtig, immer Zeit für die Freunde zu haben, viel Spaß zu haben, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ich war damals sehr aktiv im Triathlon. Ich war morgens also oft schwimmen und irgendwann musste ich ja auch noch Radfahren und laufen. Und da konnte ich einfach die Mittagspause bei Clicktip für nutzen und bin dann mittags eine Runde gelaufen oder Rad gefahren und hatte dann abends Zeit für meine Freunde und meine Familie. Und Dan hat es eben schon gesagt, ich liebe auch immer neue Herausforderungen und das für mich ist jetzt auch eine sehr große Herausforderung, hier auf der Bühne zu stehen. Die letzte große Herausforderung vor heute war Anfang des Jahres. Da bin ich durch einen Dschungel getrackt, also durch so einen richtigen Dschungel zwischen Panama und Kolumbien, 2 Wochen mit Rucksack und da musste ich mich auch drauf vorbereiten. Und da konnte ich dann auch meine Mittagspause nutzen. Ich habe dann 3 große Sixpacks Wasser in meinen Rucksack hinten rein und bin dann einfach mal mittags eine Stunde durch die Stadt gelaufen. Sah ein bisschen doof aus, aber ja. Konnte ich einfach machen, dadurch, dass ich bei Clicktip gearbeitet habe. Ja, und jetzt habt ihr gesehen, wie Clicktip mich erreicht hat. Und ich bin jetzt schon seit 2016 bei Clicktip, bin da Teamlead vom Enterprise-Team. Wir kümmern uns um die Einrichtung von den Enterprise-Servern, um den Enterprise-Support und alles, was mit der E-Mail-Zustellung des Enterprise-Servers zu tun hat. Wer von euch ist schon Enterprise-Kunde? Mario hat es gestern, oh ja, doch einige. Lass mal kurz die Hand nochmal oben. Alle, die jetzt nicht aufgezeigt haben, guckt mal die nächste Person neben euch, wehrt den Arm oben, merkt euch die Person und geht in der nächsten Pause einfach mal hin und sagt, hey, Ben hat gesagt, ich soll dich mal ansprechen. Verrat mir mal deinen besten Tipp. Und die haben sicherlich gute Tipps für euch, also merkt euch die Person.
Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie Clickto mich erreicht hat. Und da hat unser Slogan, Menschen erreichen, hat da schon mal gut gepasst. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr auch mit Clickto Menschen erreichen könnt. Und wie Clickto dazu beitragen könnt, dass ihr erfolgreich seid, ihr und eure Kunden erfolgreich seid. Und hinter jedem Erfolg stehen ja immer irgendwelche Menschen. Und Erfolg im Unternehmen ist nur mit guten Mitarbeitern möglich. Und wir von Clickto möchten unseren Teil dazu beitragen, dass ihr in diesem War for Talent, nenne ich es jetzt mal, zu den Gewinnern gehört. Und deswegen lassen wir uns heute mal besonders tief in die Karten blicken und verraten euch mal so echte Clickto-Insights und wie wir das alles so bei Clickto machen. Und zuerst einmal noch möchte ich euch zeigen, wie wir noch andere Herzen bei Clickto erreicht haben. Noch ein, zwei andere Mitarbeiter vorstellen, ganz kurz, die auch ortsunabhängig arbeiten und was für die durch die ortsunabhängige Arbeit möglich ist. Zum einen ist das der Johannes, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der macht unsere ganzen Videos. Der arbeitet auch von zu Hause aus und dem ist es halt sehr wichtig, dass er bei seiner Familie ist. Der hat einen kranken Sohn und kümmert sich um seine Familie und ist einfach den ganzen Tag zu Hause und hat Zeit für seine Familie. Dann haben wir noch unsere Jana, das ist unsere Fotografin, die auch viel Content-Marketing macht. Die lebt zurzeit in Italien, also die hat einfach ihren Lebensmittelpunkt nach Italien verlagert und arbeitet jetzt zum Großteil von dort aus. Dann haben wir auch noch einen ganz klassischen Fall bei uns, deswegen auch das etwas nostalgische Foto. Das ist unser Silvio, Mario hat davon auch schon erzählt, einer unserer ältesten Mitarbeiter. Und auch der ist raus aufs Land gezogen, der muss sich um seine Mutter kümmern und der ist wirklich draußen auf dem Land. Also da gibt es gar nichts. Er erzählt manchmal davon, dass er irgendwie nachts die Wölfe heulen hört. Also da gibt es nichts, auch keine anderen Arbeitgeber und da kann er einfach für Clickto auch arbeiten, weil Internet gibt es da anscheinend. Wir haben aber auch noch modernere Fälle, und zwar unser Marcel. Marcel, der ist jetzt zurzeit aktuell in Mexiko, davor war er 6 Monate in Kolumbien, davor war er auf Bali, glaube ich, und der reist halt immer um die Welt und arbeitet von dort aus, wo es ihm gefällt, an den schönen Orten. Dann haben wir noch unsere Manuela, das war jetzt zum Beispiel in Spanien, da war sie zuletzt mit ihrer Familie, da hat sie halt morgens gearbeitet, mittags war sie am Pool, abends ist sie dann noch am Strand mit ihrer Family unterwegs gewesen. Und als letztes möchte ich euch noch unseren Toni vorstellen. Der mag es gerne am Strand. Und zwar am liebsten, wenn es in Deutschland kalt ist. Der verbringt den ganzen Winter immer in Peru, also 4, 5 Monate und arbeitet dann von Peru aus. Ihr habt jetzt gesehen, dass es sehr viele Vorteile gibt, wenn man von überall aus arbeiten kann. Aber es gibt auch gewisse Herausforderungen als Remote First Company. Und besonders die Kommunikation und die Dokumentation sind bei uns extrem wichtig. Man kann halt nicht mal eben zu dem Kollegen gehen ins Büro und fragen, wie läuft's, oder es gibt keinen Kaffeeklatsch, sondern es muss wirklich alles vernünftig dokumentiert und kommuniziert werden. Und früher war es ja so, ich habe das jetzt hier mal die Steinzeit genannt, dass Mitarbeiter A wusste über das Thema X Bescheid, Mitarbeiter B wusste über das Thema Y Bescheid. Und dann ging das weiter. In der Digitalzeit, so habe ich es jetzt mal genannt, da wurde das Wissen schon dokumentiert. Also es wurden irgendwelche Google-Dokumente angelegt, Word-Dokumente angelegt und das ganze Wissen wurde aufgeschrieben. Und jetzt sind wir ja aber in der Clickto-Zeit angekommen. Und in der Clickto-Zeit ist es so, dass die Mitarbeiter alle Informationen wirklich zum richtigen Zeitpunkt erhalten sollten. Und dass es eine Knowledge-Base gibt, die sich mehr oder weniger von alleine aktualisiert. Das heißt also, dass jedes Teammitglied, jeder Mitarbeiter wirklich an dieser Knowledge-Base arbeitet. Und wie wir das genau machen und wie ihr das auch für euch nutzen könnt, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Die Knowledge Base ist so aufgebaut, dass es pro Team einen eigenen Bereich gibt und in diesen Bereichen, da sind dann die ganzen Anleitungen, stehen dann da drin. Das ist alles dann mit Texten und Screenshots dokumentiert. Das hier ist zum Beispiel mal so ein Screenshot bei uns aus dem Customer Happiness Team. Da steht drüber ein kleiner Text immer, worum es jetzt hier geht und in diesem Fall einfach, wie kommen wir bei uns in die Kundenkonten rein. Da ist das genau beschrieben. Neben den Screenshots haben wir natürlich auch noch Videos zu einigen Themen. Da sind die Arbeitsschritte auch in den Videos dokumentiert. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein Video aus unserem Customer Happiness Team, wie wir mit einem Postfach in Help Scout umgehen. Und da wird alles genau in dem Video ganz genau beschrieben. Und mittlerweile ist diese Knowledge Base wirklich mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Seiten groß geworden. Also sie ist extrem gewachsen. Und gerade wenn wir jetzt neue Mitarbeiter bekommen, müssen wir denen ja irgendwie einen Überblick geben. Und wie wir diese Mitarbeiter bei uns einarbeiten, das möchte ich euch jetzt zeigen. Bei der Einarbeitung, da gibt es ja gewisse Herausforderungen. Die ist normalerweise immer sehr zeitintensiv, man muss stundenlange Calls mit den Mitarbeitern führen, es sind extrem viele Informationen, die mit dem neuen Mitarbeiter mitgeteilt werden müssen,
es muss geklärt werden, wer ist wofür zuständig. Also der neue Mitarbeiter muss das auch wirklich wissen, mit wem er zusammenarbeitet. Die alten Mitarbeiter müssen dem neuen Mitarbeiter das erklären alles. Es müssen gewisse Standards eingehalten werden, also nicht Mitarbeiter A muss es so erklären, Mitarbeiter B so, sondern es muss immer gleich erklärt werden. Und dann ist es auch noch eine große Herausforderung, zu wissen, wie weit ist der Mitarbeiter denn schon? Wofür kann ich diesen Mitarbeiter überhaupt schon einsetzen? Und wie ihr jetzt diese Herausforderung meistern könnt, möchte ich jetzt mal euch zeigen, anhand wie wir das gemacht haben. Und zwar haben wir eine Onboarding-Kampagne gebastelt. Und die sieht bei uns wie folgendermaßen aus. Die ist in 4 Teile aufgeteilt. Der erste Part Zugangsdaten, der zweite Part allgemeine Infos, der dritte Part Spezialwissen und der vierte Part, da gehen Erinnerungs-E-Mails an die Vorgesetzten raus. Und diese 4 Parts möchte ich euch jetzt auch nochmal genauer zeigen, also wie unsere Onboarding-Kampagne genau aussieht. Und zwar geht das damit los, dass die Kampagne startet, sobald der Vertrag unterzeichnet ist und der erste Arbeitstag feststeht. Dann startet also diese Kampagne. Und wir wollten auch, dass diese Kampagne auch für die alten Mitarbeiter noch durchlaufen werden kann, also einfach so als Auffrischung. Und deswegen haben wir als erstes eine Wenn-Dann-Aktion da eingebaut und fragen einfach mal, ist das ein aktiver Mitarbeiter oder ist das ein ganz neuer Mitarbeiter? Und wenn es schon ein bestehender Mitarbeiter ist, dann geht es direkt mit den allgemeinen Infos los, weil der braucht nicht diese ganzen Zugangsdaten, die hat er ja schon und weiß die hoffentlich auch noch. Bei den neuen Mitarbeitern, da geht es dann erstmal los mit den ganzen Zugangsdaten. Als allererstes muss mal abgefragt werden, ist das mit den Datenschutzdokumenten, ist das schon erledigt? Wenn das nicht erledigt ist, dann geht eine E-Mail an unsere Personalabteilung raus, dass dann mal bitte nachgefragt wird, wie ist das da mit den Datenschutzdokumenten, weil erst dann kann es weitergehen. Und wenn die Datenschutzdokumente dann unterzeichnet sind, dass alles passt, dann geht eine E-Mail an den Vorgesetzten raus, dass doch die Accounts angelegt werden müssen. Und wenn die Accounts dann angelegt sind, dann bekommt der neue Mitarbeiter seine erste E-Mail, die sieht dann so aus. Und da sagen wir einfach hier, wir haben deine Zugangsdaten erstellt, schau doch mal, ob alles passt. Und wenn es passt, dann klick doch mal auf den grünen Button und teile uns das mit. Und wenn es nicht passt, dann bitte auf den roten Button und sag, dass es nicht passt. Das heißt, wir haben nach dieser E-Mail haben wir eine Abfrage bei uns, nochmal in der Onboarding-Kampagne, wo wir abfragen, ob der Mitarbeiter sich einloggen konnte. Wenn das der Fall ist, dann geht es halt ganz normal weiter mit dem allgemeinen Informationen. Und wenn er sich nicht einloggen konnte, dann bekommt der Vorgesetzte auch eine Erinnerungs-E-Mail, dass irgendwas mit dem Login nicht geklappt hat und der doch mal bitte anrufen möchte, dass das direkt telefonisch geklärt wird. Und erst dann geht es weiter mit dem allgemeinen Part. Der allgemeine Part, der ist wie folgt aufgebaut. Da geht jeden Werktag eine E-Mail raus. Es wird dann, also geht eine E-Mail raus, es wird einen Tag gewartet, es geht die nächste E-Mail raus. Und dieser ganze allgemeine Part, da sind halt alle grundsätzlichen Informationen zum Unternehmen beschrieben. Es sind unsere Leitsätze, unsere Vision, wie wir im Unternehmen kommunizieren, welche Tools wir dafür nutzen, unsere Arbeitsweisen, das ist alles in diesem allgemeinen Part beschrieben. Und eine E-Mail, die der neue Mitarbeiter dann bekommt, die sieht folgendermaßen aus. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine E-Mail zu Visionen und Leitsätzen von Clicktip. In der E-Mail ist genau ein Link immer drin. Also nicht irgendwie mehrere Sachen, wo er draufklicken kann, sondern genau eine Aktion, ein Call to Action, dass er nicht abgelenkt ist, sondern es gibt nur ein Thema für eine E-Mail. Und bei Rückfragen kann er sich natürlich melden, schreiben wir dann auch nochmal dahin. Und wenn er auf diesen Link dann klickt, dann gelangt er halt zu dem passenden Artikel bei uns in der Knowledge Base. In dem Fall jetzt hier strategische Leitsätze 2019 bis 2022. Das ist jetzt eine Seite bei uns aus der Knowledge Base und da ist genau beschrieben, was Mario und Michael uns letztes Jahr auf der Weihnachtsfeier alles genau erklärt haben, für die Leute, die nicht dabei waren. Da gibt es auch ein langes Video nochmal dazu, Text, ganz viel Text, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt natürlich. Da gelangt er dann, wie gesagt, zu dem richtigen Artikel in der Knowledge Base. Dann ist der allgemeine Part irgendwann abgeschlossen und dann machen wir eine Abfrage. Wir haben bei uns Customer Happiness Leute, die müssen halt spezielle Sachen können. Also jeder muss natürlich wissen, wie bearbeitet man Tickets, mit den Zahlungen, aber das müssen nicht alle Mitarbeiter wissen. Und deswegen haben wir eine Abfrage, ist dieser Mitarbeiter in der Abteilung Customer Happiness Team? Und wenn er nicht in der Abteilung ist, Customer Happiness Team, dann bekommt er dieses Spezialwissen gar nicht. Wenn er in der Abteilung ist, dann geht das weiter mit dem Spezialwissen. Und wie gesagt, da Ticketbearbeitung, Zahlung, das wird ja alles ganz genau beschrieben. Also alleine zur Ticketbearbeitung haben wir, glaube ich, 14 Seiten in der Knowledge Base, wo alles genau mit Videos, mit Texten beschrieben ist. Und da müssen wir nicht die anderen Mitarbeiter, die es eh nicht nutzen, mit nerven. Und das wäre jetzt alles noch bei uns vor dem ersten Arbeitstag. Das heißt, wir warten nach diesem Spezialwissen, warten wir erstmal bis zum ersten Arbeitstag dieses Mitarbeiters. Und am ersten Arbeitstag des Mitarbeiters, da geht dann eine E-Mail an den Vorgesetzten raus, dass er doch mal bitte
den Mitarbeiter begrüßen soll telefonisch, ihn freundlich willkommen heißen soll. Und da haben wir dann so ein paar Erinnerungs-E-Mails noch in diesem Erinnerungspart eingebaut. Da geht nach einer Woche auch wieder eine E-Mail raus, dass er mal nachfragen soll, wie ist deine erste Woche gelaufen. Dann geht kurz vor dem Ende der Probezeit eine E-Mail raus an den Vorgesetzten, klär doch mal, wie ist das gelaufen bisher, Probezeit, alles gut überstanden. Und als letztes haben wir noch eine E-Mail nach einem Jahr, wo wir einfach dann auch nochmal den Mitarbeiter beglückwünschen, dass er ein Jahr bei uns ist. Und dann haben wir bei ClickTip auch noch was ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine Statustabelle dazu noch erstellt. Damit wir einfach sehen können, wo sich der Mitarbeiter in dieser Kampagne befindet und wofür wir diesen Mitarbeiter auch schon einsetzen können. Also besonders für die Vorgesetzten, die Mitarbeiter sonst einarbeiten müssen, ist das sehr, 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 sehr hilfreich. Und die Statustabelle, die soll auch sehr einfach zu bedienen sein. Das heißt, wir haben da einfach eine Tabelle gebaut, wo der Vorgesetzte nur den ersten Arbeitstag und den Namen des Mitarbeiters eintragen muss. In diesem Fall jetzt der 1.10.2019. Und alle anderen Daten, die soll die Tabelle automatisch berechnen. Das heißt also, wenn ich jetzt wissen will, was hat der Mitarbeiter heute für eine E-Mail bekommen, dann sieht das so aus. Jetzt sehen wir, heute haben wir den 14.09. gar keine E-Mail, weil heute ist Samstag. Aber am 16.09., am Montag, kriegt er die E-Mail zur Produktübersicht zum Beispiel. Und dann haben wir da noch Spalten hinzugefügt, dass wir direkt auch in die E-Mails reinklicken können. Das heißt also, ich gucke jetzt, okay, 16.09. diese E-Mail und kann dann direkt zu dem passenden Artikel in der Knowledge Base springen oder mir auch die E-Mail nochmal anschauen. Das ist halt alles in dieser Tabelle aufgelistet. Und dann haben wir nochmal ausgerechnet, wie viele Minuten sparen wir uns dadurch eigentlich, dass wir das ganze, die ganze Knowledge Base-Seiten angelegt haben, also die ganzen Videos, die ganzen Minuten von den Videos, die ganzen Texte, wie lange dauert das jeweils, der einzelne Artikel? Und haben dann hinter jedem Eintrag nochmal eine Zeit gemacht, wie lange das ungefähr dauert, wenn man das jetzt sich anschaut. Und das haben wir dann am Ende mal summiert und geschaut, und aktuell sind das bei uns 51,67 Stunden ungefähr, die es dauert, bis man bei uns eingearbeitet ist, im Customer Happiness Team. Und jetzt möchte ich euch noch eine Kostenaufstellung zeigen, die ihr auch so mal für euch nutzen könnt und euch das oder euren Kunden das mal so vorrechnen könnt. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir haben jetzt ja gesagt, 51,67 Stunden dauert das bei uns. Die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters. Wenn wir das jetzt aber manuell machen würden, dann braucht es auch noch einen zweiten Mitarbeiter, nämlich jemanden, der ihm das erklärt alles. Das heißt, es kommen nochmal 51,67 Stunden von dem bestehenden Mitarbeiter hinzu. Wenn wir den Mitarbeiter also manuell einarbeiten würden, würden wir auf 103,34 Stunden, die diese Einarbeitung kostet, kommen. Und das spiegelt sich dann wie folgt in den Kosten wider. Wir haben jetzt einfach mal geguckt, was ist so ein Bruttojahresgehalt, einfach mal bei Gehalt.de eingegeben von so einem Mitarbeiter, 42.000 Euro. Als Unternehmer kommen da immer noch so ein paar Kosten drauf. Das heißt, ein Mitarbeiter kostet uns im Jahr 51.000 Euro. Das Ganze haben wir jetzt mal auf die Stunde runtergerechnet. Wir haben jetzt also diese 51.000 Euro durch 12 Monate geteilt, durch 160 Stunden, dann kommen wir auf 26,83 Euro, die uns der neue Mitarbeiter pro Stunde kosten würde. Und dann haben wir noch die bestehenden Mitarbeiter, habe ich ja gerade gesagt, die haben für uns einen Wert von 80 Euro pro Stunde, weil wenn die einen Mitarbeiter einarbeiten, dann können die ja gar nicht mehr ihrer normalen Tätigkeit nachgehen, nicht mehr die Kunden begeistern, nicht mehr für ClickTip irgendwas verkaufen, und die haben für uns, wie gesagt, einen Wert von 80 Euro. Wenn wir das dann mal alles zusammenrechnen, kommen wir auf eine Summe von 5.590,90 Euro, die uns eine manuelle Einarbeitung kosten würde. Also diese 51 Stunden mal diese 26 Euro für den neuen Mitarbeiter und diese 51 Stunden mal diese 80 Euro. In den letzten 12 Monaten haben wir bei uns 22 neue Mitarbeiter eingestellt. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, also 22 mal 5.590, dann kommen wir auf eine Summe von 122.999,80 Euro, die uns die manuelle Einarbeitung gekostet hätte. Neben den Kosten, die wir dadurch sparen, gibt es natürlich auch noch weitere Vorteile. Die Mitarbeiter sind von dem ersten Tag an gut eingearbeitet, sind nicht überfordert, starten halt direkt eingearbeitet, sind motiviert. Es ist ein minimaler Aufwand für die Kollegen, da die nicht mehr einarbeiten müssen, sondern nur noch kleine Rückfragen kommen. Es ermöglicht uns höhere Wachstumsraten, das heißt, es ist egal, ob wir jetzt einen Mitarbeiter einstellen oder fünf gleichzeitig. Wir schießen die einfach in die Kampagne rein, die laufen die Kampagne durch und fertig. Es ist auch weniger fehleranfällig, weil alles immer gleich erklärt wird, sich die Videos angeguckt werden können. Alle Informationen werden zum richtigen Zeitpunkt geliefert. Dadurch, dass wir die E-Mails haben an jedem Werktag, sind die natürlich auch logisch nacheinander aufgebaut. Videos können mehrfach angeschaut werden, hatte ich gerade schon gesagt.
hohe Kostenersparnis und hohe Zeitersparnis. Also wenn wir jetzt diese 22 Mitarbeiter oder wenn ein Mitarbeiter von uns, die eingearbeitet hätte, jetzt diese 22 Mitarbeiter, hätte das dem Mitarbeiter auch 1136 Stunden gekostet. Und auch das Feedback, was man von den Leuten bekommt, die diese Kampagne durchlaufen, ist auch sehr interessant. Ich habe jetzt hier mal ein, zwei Leute gefragt bei uns aus dem Customer Happiness Team. Das zum Beispiel ist hier der Sven und ja, der fühlt sich halt sehr gut aufgehoben und die Videos waren für ihn sehr hilfreich. Dann haben wir noch Marcel, der ist sehr begeistert und freut sich sehr darüber, dass er sich unabhängig von den Kollegen einarbeiten kann und die Aufgaben einfach schnell dadurch lösen kann. Und auch die Leute, die Mitarbeiter sonst einarbeiten, also auch die Vorgesetzten, die habe ich auch mal gefragt, was sie denn davon halten. Das ist hier unser Silvio, der freut sich besonders darüber, dass er nicht immer das Gleiche erzählen muss. Der ist ja schon sehr lange bei Clicktip, er hat schon sehr oft das Gleiche erzählt. Dann haben wir noch unseren Gabriel, unseren Head of Customer Happiness und Sales. Und der freut sich besonders über die Statustabelle, die wir dazu haben, weil er da wirklich auf einen Blick sehen kann, wofür kann ich den Mitarbeiter schon einsetzen, wie weit ist der überhaupt, da freut er sich besonders drüber. Und ihr habt jetzt ja so einen kleinen Ausschnitt von unseren Kampagnen gesehen und von unserer Knowledge Base gesehen. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, alle E-Mails zu sehen und die komplette Knowledge Base zu sehen. Aber das geht nur, wenn ihr Teil des Clicktip-Teams seid. Wer da Bock drauf hat, kann gerne mal unter clicktip.com/career gucken. Aber für euch, die ihr heute hier seid, haben wir natürlich auch noch was. Unser erstes Geschenk an euch. Wir wollen nämlich auch, dass ihr eure Mitarbeiter, wenn ihr Mitarbeiter habt, auch so gut einarbeiten könnt oder dass ihr das euren Kunden zeigen könnt. Und wir haben in diese Onboarding-Kampagne wirklich mehrere Hunderte an Stunden reingesteckt und glauben, dass das ja eine ziemlich ausgetüftelte Kampagne ist. Und da ihr bisher ja nur Ausschnitte gesehen habt, möchten wir euch die komplette Kampagnenvorlage zur Verfügung stellen. Dann, damit ihr auch auf einen Blick seht, wo sich dieser Mitarbeiter befindet, bekommt ihr ebenfalls noch unsere Statustabelle als Vorlage, die ihr für euch und eure Kunden nutzen könnt. Müsst ihr natürlich alles noch ein wenig anpassen auf euer Onboarding, aber ich denke, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und als letztes habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr auch mal irgendwas was Neues macht, so wie es mir jetzt geht, vor 3 Jahren hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal auf so einer Bühne stehe und irgendwie den Leuten was erzähle, wie so eine Onboarding-Kampagne funktioniert. Ich habe dafür, um mich darauf vorzubereiten, einfach mal Clicktip genutzt. Und zwar habe ich unser YouTube-Tool dafür genutzt. Ihr könnt bei uns in diesem YouTube-Tool könnt ihr einfach einen Suchbegriff eingeben. In dem Fall jetzt hier Public Speaking. Ich habe da einfach mal Public Speaking eingegeben. Und dann werden euch direkt die Top-Videos zu diesem Thema angezeigt. Ihr könnt das dann direkt nach den Likes, nach den Aufrufen, nach den Kommentaren, könnt ihr euch das direkt sortieren und mit einem Klick die URLs kopieren. Und haben wir ja schon öfter gehört, Pareto wird hier groß geschrieben. Ich habe mir jetzt natürlich auch nicht 200 Videos angeguckt, sondern einfach nur die Top-Videos, die mir da angezeigt werden. Und das war für mich sehr hilfreich und den Tipp kann ich euch auch nur geben, dass ihr euch mal dieses YouTube-Tool anguckt. Ihr findet das als Enterprise-Kunde unter mein Konto YouTube Content Analysis. Könnt ihr damit was anfangen? Wir schreiben das Jahr 2019. Ich jogge am Meer entlang, in Kapstadt. Ich hätte nie gedacht, dass der Podcast, den ich damals hörte, mein Leben ändern sollte. Vielen Dank, lieber Mario. Vielen Dank, Clicktip, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast. Vielen Dank. Thank you.